Wirtschaftsbosse sind den Nazis per Du. Billige Arbeitskräfte werden gesucht. Für Konsumartikel, die das Klima verändern. Werbung in privaten Fernsehsendern. Sie machen Politik für die herrschende Klasse. Verantwortlich für Verarmung der breiten Masse. Kuschelkurs mit Wissenschaftsleuten, aber volle Härte gegen besetzte Häuser. Ihr Denken hat eine Hufeisenform. Doch wenn sie lesen können, ist das schon enorm. Nazis wollen diskutieren in respektvollem Ton. Ja genau, und am Ende bist du tot. Große Buchstaben und auf Zitrat abzielen. Die Armen gegeneinander ausspielen. Wer nur tüchtig ist, der kann es natürlich schaffen. The German Dream. Ein Leben lang hassen. Wie kann man das nicht hassen? Und den Glauben nicht verlieren? Wie soll man nicht ausrasten? Wie kann man das noch reparieren? Wie kann man das nicht hassen? Und den Glauben nicht verlieren? Wie soll man nicht ausrasten? Wie kann man das noch reparieren? Und an der Börse steigen die Kurse, wenn Konzerne in ärmere Länder outsourcen. Menschenrechte sind lästiger Kram und kooperiert mit den örtlichen Diktatoren. Whitewashing und rein in die Werbung an den Waren klebt Blut und Mangelernährung. Ein Gott der Materialismus heißt, aber Hauptsache unser Heiland ist weiß. Und wir bekämpfen uns gegenseitig, halten uns selbst für viel zu heilig. Uns selbst zu spalten, da sind wir fleißig. Wir wären viel stärker, wären wir einig. Der Anspruch an uns in astronomischen Höhen, in abgründigen Tiefen sind unsere Löhne. An jeder Krise wollen sich die Reichen aufgeilen und von unten nach oben noch mehr umverteilen. Wie kann man das nicht hassen und den Glauben nicht verlieren? Wie soll man nicht ausrasten? Wie kann man das noch reparieren? Wie kann man das nicht hassen und den Glauben nicht verlieren? Wie soll man nicht ausrasten? Wie kann man das noch reparieren? 7 Milliarden Fliegen haben alle recht. Dieses System ist gut und scheiße schrecklich schlecht. 7 Milliarden Wichser rubbeln sich ein. 7 Milliarden arme Schweine weinen und leiden. Und du darfst die Party machen, wenn die Seuche herrscht. Aber auf der Arbeit darfst du dich infizieren. Es geht ihnen nicht um unseren Schutz vor Viren. Ihre Gewinnmarge soll nur funktionieren. Auf dem Tisch liegen 100 Kekse. Es ist eigentlich genug da für jeden. Und sie nehmen sich 99 davon und machen uns Angst, dass wir keinen mehr bekommen. Und sie schüren Rassismus und sagen, wir alle müssen den Gürtel enger schnallen. Sie stopfen sich die Erde in ihren Magen, während als Soundtrack schlechte Popsongs erschallen. Sie betäuben uns mit Opium fürs Volk, sie betäuben sich selbst mit Diamanten und Gold. Niemand kann so irgendwie glücklich werden, man kann nichts mitnehmen beim Sterben. Wie kann man das nicht hassen und den Glauben nicht verlieren? Wie soll man nicht ausrasten? Wie kann man das noch reparieren? Wie kann man das nicht hassen und den Glauben nicht verlieren? Wie soll man nicht ausrasten? Wie kann man das noch reparieren? 7 Milliarden Fliegen haben alle recht. Dieses System ist gut und scheiße schmeckt schlecht. 7 Milliarden Wichser rummeln sich ein. 7 Milliarden arme Schweine weinen und leiden.